Hallo und ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr im Smile Builder euer eigenen Titelscreen erstellen könnt und welche Optionen ihr dabei zur Verfügung habt. Viel Spaß mit diesem Video. Als allererstes muss man natürlich wissen, wo genau kann man den Titelscreen denn eigentlich bearbeiten. Dabei gehen wir zu Edit Game Data. Und dann gehen wir einfach zu Title, das ist der Titelscreen. Hier haben wir für die verschiedensten Optionen, um unseren Titelscreen anzupassen. Wie genau das funktioniert, dazu kommen wir jetzt. Als erstes muss man natürlich wissen, es gibt zwei verschiedene Sachen, die man auf jeden Fall einstellen kann, die man braucht. Das ist einmal der Titelname. Das kann entweder ein ganz schlichter Text sein oder wir benutzen eine Grafik. Das bevorzuge ich in diesem Tutorial. Ich benutze in diesem Tutorial eine Grafik. Die werden wir später noch ganz kurz erstellen. Und dann haben wir noch das Hintergrundbild. Dieses können wir jetzt gleich mal umändern. Damit fangen wir an. Wir gehen auf Change Background. Und ich benutze in diesem Tutorial dieses Bild. Wenn ihr ein eigenes Bild erstellen wollt, ich habe hier schon mal, ich habe das Bild hier exportiert. Die Auflösung von diesem Bild sollte 900 x 544 Pixel sein. Das ist die Auflösung vom Smile Builder. Leider kann man beim Smile Builder die Auflösung nicht ändern, die ist fix. Genau diese Größe muss dieses Bild haben für euer Titelscreen. Solltet ihr ein eigenes erstellen wollen oder ein Bild umändern wollen, erstellt es am besten in dieser Größe. So, das Hintergrundbild hat sich mittlerweile schon geändert, wie wir hier sehen. Jetzt gehen wir einmal zurück zum Anfang, und zwar Display Logo. Hier könnten wir theoretisch ein Logo anzeigen lassen, aber ich möchte das ganz kurz selbst erstellen, damit ihr auch mal seht, wie man etwas selbst erstellen kann. Wir gehen zu unserem Bild, das wir exportiert haben, und bearbeiten das erstmal mit GIMP. Ich brauche natürlich einen Fantasienamen wieder für unser Spiel. Wie benenne ich denn dieses Spiel? Ich weiß es noch gar nicht. So, komm her. Okay, wir machen hier erstmal eine neue Ebene. Die Ebene darunter, die löschen wir. Wir machen hier noch einen Alpha-Kanal hin, damit der Hintergrund auch transparent wird. So, mache mal einen Text. Ich benutze die Schriftart. Ich habe doch so eine. Wir machen so unseren Horror-Titel-Screen. Deswegen benutze ich so eine Horror-Schriftart am besten. Ich benutze das dann. Ja, ich mache mal so ganz klischeehaft. Silent Mountain. Warum nicht? Einfach mal Silent Mountain. Das ist eine schlechte Abklatsche von Silent Hill übrigens. Farbe kurz ändern. Die Farbe ändern wir in Rot. Diese Farbe hier ändern wir in Rot. Nach unten vereinen. Silent Mountain. Hier. Und dann machen wir noch so einen kleinen Effekt drüber. Dann gehen wir zu Filter. Alpha als Logo und dann mache ich Alien Glow und nehme die Farbe Rot und klicke auf OK und dann sehen wir, was passiert. Dann sieht es ungefähr so aus. Den Background machen wir wieder weg und hier, das tun wir jetzt ausschneiden. Auswahl auf Bild, auf Auswahl zuschneiden, dann haben wir hier unseren Titel. Ihr könnt das natürlich noch ein bisschen verschönern, ihr könnt noch einen Rahmen drumherum machen, wie ihr das möchtet. In diesem Tutorial lasse ich das jetzt erstmal so. Dann tue ich das exportieren. Dann exportiere ich das. So. Jetzt haben wir hier unser Titel. Wir benennen das um in Titel Logo zum Beispiel und gehen wieder zurück zu unserem Smile Builder. Jetzt gehen wir zu Add Assets. Dann gehen wir zu Game Images und hier rechts sind nochmal ein paar Tabs. Hier klicken wir auf Images. Add. Und jetzt navigieren wir zu unserem Titel Logo.
In meinem Fall ist es auf dem Desktop. Add die Logo. Da. Okay, super. Wir gehen jetzt wieder zu unseren Edit Game Data und zu unserem Titelscreen. Und wir wählen unser Logo aus. Das ist hier. Hier haben wir schon mal unser Logo. Das sieht doch schon mal gut aus. Das passt auch mit dem Hintergrund ganz gut zusammen, rein zufällig. Wir können jetzt natürlich noch ändern, wo genau sich das Logo befindet. Wir können das oben links machen, top, also oben. Links, rechts geht jetzt natürlich nicht, weil die Breite ist genauso breit wie die Auflösung. Wenn ihr das jetzt ein bisschen schmaler habt, dann könnt ihr das auch nach links machen oder nach rechts machen. In meinem Fall möchte ich es nach oben machen. Und hier kann man auch noch, hat man verschiedene Einstellungen. Hier zum Beispiel Pop-Up. Wenn ich Pop-Up mache, dann poppt dieser Titel so auf. Bei Slide vom Up-Auf, dann wird das langsam so runtergeslidet. Und dann gibt es noch von unten, von links und von rechts. Wir machen mal von unten. Das sieht ungefähr dann so aus. Ich finde es von oben eigentlich ganz angenehm. Deswegen lassen wir das jetzt mal von oben. Und jetzt möchte ich noch dieses New Game Continue und Config ändern. Das ist nämlich das Startmenü. Das ändern wir jetzt nämlich um in einmal neu. Weiter zum Beispiel. Einstellung. Neu, weiter Einstellungen. Und dann können wir hier bei Startmenü Layout, können wir dann noch ändern, wie es denn angezeigt wird. Soll es von oben nach unten angezeigt werden, von links nach rechts angezeigt werden oder so aufsteigend oder so aufsteigend. Ich finde eigentlich horizontal, finde ich, von links nach rechts, finde ich, find ich ganz cool. Position kann man natürlich hier auch ändern, oben links, nach links. Sender, das könnt ihr dann, wie ihr das möchtet, könnt ihr das dann einstellen. Ich lasse es mal unten links vielleicht. Oder ich lasse es einfach in der Mitte. Einfach unten. Font Color könnt ihr auch auf Black ändern. Ich finde, Black passt hier jetzt ein bisschen besser. Das sind die Outlines. Ja, wenn ich jetzt keine Outlines habe, dann sieht man das Schwarze nicht mehr. Da müsste ich jetzt auf Weiß umstellen. Ich lasse das aber mal auf Schwarz und die Outlines lasse ich auch. Select Block Animation ist gerade Flash, also das blinkt hier die Auswahl. Man kann das aber auch ändern in zum Beispiel das dann, dass es sich so langsam einfadet und ausfadet, einblendet, ausblendet. Und wir können das auch in Zoom machen. Dann hat man so einen Zoom-Effekt. Das Zoom-Effekt ist, glaube ich, ganz cool. Der passt zu diesem Horror-Setting. Splash Screen könnt ihr auch ändern. Das ist der Screen, der vor dem Titelscreen kommt. Ich werde das in diesem Tutorial aber nicht ändern, weil man den beim Testspielen sowieso nicht sieht. Das sieht man erst, wenn man das Spiel exportiert hat. Davor sieht ihr diesen Splash Screen sowieso nicht. Deswegen lasse ich den jetzt mal aus. Was ihr auch noch einstellen könnt, ist die Grafik von der Auswahlbox. Da könnt ihr zum Beispiel was anderes nehmen. Zum Beispiel nichts. Nichts wäre jetzt nicht so gut, weil dann wisst ihr nicht, was eingestellt ist. Es gibt hier auch verschiedene Grafiken. Battle Message zum Beispiel könnt ihr nehmen, dann habt ihr sowas. Ihr könnt auch euren eigenen erstellen, je nachdem, wie ihr das möchtet. Das ist jetzt nicht so optimal. Default ist zum Beispiel das da. Schwarz mit weißem Rand. Das benutze ich jetzt, glaube ich, auch in diesem Tutorial. Hier natürlich die Titelmusik. Könnt ihr auswählen. Und der Soundeffekt. Der Soundeffekt kommt nur ein einziges Mal. Das heißt, wenn ihr das Spiel startet, kommt kurz der Soundeffekt und dann fängt die Melodie an zu spielen. Wenn ihr das wollt, ihr könnt es auch auf Nothing lassen, dann wird auch kein Soundeffekt abgespielt. Jetzt klicke ich auf OK und mache mal einen Spieltest. Und wir sehen, dass das Logo von oben runter scrollt und hier haben wir neu, weiter und Einstellungen. Das war alles, was man bei dem Titelscreen einstellen kann. Ihr könnt da kreativ damit arbeiten und die Einstellungen so einstellen, wie ihr das gerne möchtet. Damit könnt ihr hoffentlich einen ganz coolen Titelscreen erstellen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von SmileBuilder sehen wollt, dann klickt doch mal hier oben hin. Dann habe ich noch mehr Tutorials für euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dahin. Tschüssikowski.